Hallo und willkommen zurück zu King Arthur 9th Legion. Wir werden dieses Mal Widerhall eines Rituals angehen, wieder gegen Pikten kämpfen. Bevor wir da aber hingehen, erst nochmal was zu den Gegenständen und zur Skillung. Ein ganz kurzes Recap, was wir beim letzten Mal hier geskillt haben, worauf wir jetzt ein bisschen achten müssten. Bei dem Charakter habe ich hier dieses Moloch genommen, womit er jetzt durch Laufen auch Waffenschaden dazu bekommt. Also für die Runde halt. Das wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel sein. Aber der hat auch noch das hier, womit seine Bewegung weniger kostet. Und das hier habe ich, da habe ich ein bisschen Sachen rumgetauscht. Und der Tank, der hat jetzt das hier mit diesen, wenn der Gegner unter 10% fällt, dass er dann stirbt. Das würde ich hier allerdings wieder wegnehmen. Das wechseln wir einmal aus. Das kriegt nämlich der hier jetzt. Weil das, was der hat, das hilft vor allem Dingen Tanks. Und deshalb ist das da, glaube ich, besser aufgehoben. Also wir hatten hier bei dem Magier, da haben wir nur den Standardangriff verstärkt. Bei dem Octavius haben wir den Schild verstärkt und den Schlag. Ist also jetzt eher unspektakulär. Aber der hat jetzt der hat jetzt einen Abschlachtungstreffer, muss man dran denken. Bei ihr war der Cooldown reduziert von diesem Flammending und das andere weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Dann hatten wir den... Da weiß ich auch nicht mehr, was es war. Doch, genau, mit dem Gift, das müsste man nachgucken. Also, dass die Gegner jetzt wirklich überhaupt keinen Schaden mehr machen sollten, wenn die denn Gift abbekommen haben. Und der hat jetzt dieses Dings mit Schaden bis zum Ende des Gefechts. Und der hat das hier jetzt, womit der Gegner zu sich ziehen kann. Und die dann aber direkt ihm zugewandt sind. Das kostet 2 Punkte. Müssen wir mal sehen, wie sinnvoll das ist. Wenn das nicht sinnvoll ist, dann können wir es auch wieder zurücksetzen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Turm des Wissens. Da sind ein paar Gegenstände drin. Also ein paar neue Reliquien, aber... Naja, das hier ist eigentlich ganz gut. Aber... 1000... Ich weiß nicht, ist jetzt auch nicht so gut, als wenn ich das unbedingt haben wollen würde. Immunität gegen Niederschmettern. Ein Zug lang Unbesiegbarkeit. Das ist ja auch mal nicht verkehrt. Wenn der Held 5 Treffer erlitten hat. Das ist schon ganz ordentlich, aber an Rüstungen mangelt es mir hier eigentlich eher ein weniger, ne? Der könnte das theoretisch nehmen. Das hier mit dem Zurückwerfen ist eigentlich gut. Also ich weiß nicht. Kann man sicherlich kaufen. Aber will ich eigentlich nicht. Naja. Dann haben wir Sturmschild. Ja. Ah, hier haben wir auch wieder. Wenn eine Einheit nach dem Angriff eines Helden unter 10% Lebenskraft fällt und so weiter. Aber das zieht 25% Gesamtrüstung ab. Ja, ich weiß nicht. Dann haben wir hier eine Rune der Belluna. Für jeden Kill wird 3 Lebenskraft wiederhergestellt. Und die Blutung, die wird sofort durchgeführt. Allerdings hat man... Naja, ist auch mehr Schaden. Schaden für Rückenstiche. Die Sachen sind alle nicht verkehrt. Das hier ist super mit ins plus 2 AP. Die Sachen sind alle nicht verkehrt, aber jetzt auch nicht so, als wenn ich die unbedingt kaufen wollen würde. Zusätzlicher Schaden für verlorene Lebenskraft. Ich will eigentlich nicht darauf spekulieren, dass sie tot sind. Das ist so gut wie tot. Und das hier geht sowieso nur auf dem Tribunus und der hatte da was Besseres. Das in der Falle will ich auf jeden Fall nicht darauf verzichten. Also da machen wir jetzt erstmal nichts. Wir könnten rein theoretisch hier irgendwas für Gold kaufen. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, da werden wir erst noch sparen. So, also, das war das.
Dann werden wir jetzt den Widerhall eines Rituals angehen. Plutonius Nerva meint, ich habe etwas Interessantes herausgefunden, Tribunus. Die blutigen Details erspare ich euch, aber ich konnte einige unserer wilden Gefangenen überzeugen, mir ihre Geheimnisse zu verraten. Diese Pikten glauben, dass ihre Matriarchinnen eine mächtige Zauberin von den Toten zurückgerufen haben. Falls solch ein Ritual tatsächlich existiert, könnte es uns eine große Hilfe sein. Ich möchte den Ort des Geschehens sehen, um zu verstehen, wie diese Zauberin durch den Schleier der Avalon verhüllt hergeführt wurde. Gib dich zum Ort. Albina Virgila wird an dieser Mission nicht teilnehmen. Das ist natürlich sehr schade. Da müssen wir ohne die Flammen auskommen. Aber solange wir unsere Palisaden haben, wird das schon. The barbarians performed a resurrection in this wretched forest. They dabbled in arts far beyond their primitive minds. They brought a demigoddess called Morgossi back from the dead. The magic they unleashed was so powerful that it left a permanent mark on the landscape. I questioned a few picked captives, but their confessions revealed nothing. We must find out who or what helped them to pierce the veil of Avalon. The fate of our eternal Rome may depend on it. You've questioned the captives, you say? I crucified them, and the ravens took care of the rest. Ja, sehr netter Geselle. Okay. Die Karte ist verhältnismäßig klein. Peasants, freshly slaughtered and bled out. Sacrifices feeding some primitive blood magic. We should tread lightly. Blood magic? Why should we bother? We can still bleed and die before we rise again. Oh, okay. I decide who gets what. Ja, also die Karte ist nicht groß. You heard the orders of the great shaman. The prisoners shall be bled dry. Slice every vein, pry their bellies open. The soil thirsts for an offering. The blood we spill pleases the eater of gods. Warten wir ab, bis die alle abgeschlachtet sind, oder? Oh. Anscheinend. Roman dogs are here, stinking, sulfur and death. Two arms. Naja, okay. Beware. Any blow dealt by the Picts will feed their blood magic. That includes not just us, but those lowly peasants as well. Do you want me to save them? Isn't that ironic? Mhm. Und da haben wir auch noch diese. Okay, also. Die zu retten? Oh, da... Oh Gott. Okay. Bin mir nicht so sicher, wie man die retten soll. Also die sind unrettbar, würde ich behaupten. Das sind viel zu viele. Was wir aber machen können, ist die vier da hinten. Wahrscheinlich... zu retten. At your service. Mit wem könnten wir denn theoretisch so weit dahin? Mit dem und dann direkt da rüberspringen? Wir könnten natürlich theoretisch auch Tränke nutzen. Na, das funktioniert natürlich ganz genau nicht. Na super. Ich könnte dahin und den natürlich abschnetzeln. Ah, Moment. Ach so, weil der ja 4 kostet. Ah, ja, das ist doof.
Dann machen wir den schon mal platt. Der läuft dahin und gibt denen ein Schild, weil der dann nicht rauskommt. Also wir können die hier auf jeden Fall nicht retten. Wir müssen jetzt gucken, dass wir möglichst gut hier auf die Seite kommen. Man hätte vielleicht den Typen ranziehen können, aber ich glaube, da ist die Reichweite zu gering. So, der hat den Scorpio, den er hier zum Ablenken hinwerfen kann. Naja, das macht auch fast nichts. Das bringt noch... Na, der ist schon ganz schön. Dann schießen wir den. Ah, okay. Ja, dass die nicht überlebt war, klar. Orcus, help me. I demand you to stop. Der hat aber 62. Ja, den ersten, den kann man nicht. Verhindere 100 Schaden. Wie soll denn das funktionieren? Moment. Vielleicht, indem man da oben jemandem. Also, wir können die auf der rechten Seite auch nicht abhalten, Schaden zu machen. Also, vielleicht haben wir bessere Möglichkeiten, wenn wir die hier sofort vermöbeln. Weil da kann ich halt auch direkt drauf springen. Und die Gegner kombinieren und so Sachen. Also wir könnten den angreifen. Wir könnten auch den... Oder wir könnten... Ja, wir könnten auch versuchen, den zu killen. Wenn wir... Kann... ich glaube, der geht nicht ganz so weit, wenn ich... Achso, der müsste dann noch laufen. Der ginge zwei weiter. Das heißt, das würde auch passen, wenn wir das auf den machen. Kann der... Also dem Springen, das funktioniert da so weit nicht. Sie müssten dann schon laufen. Der hat jetzt auch den Schildansturm noch. Ja, aber der macht eben dann brutalsten Schaden. Also ich probiere das mal. Wir gehen mal da weiter. Wir machen, verknüpfen die beiden. Setzen das jetzt auf den und damit auch auf den anderen. So. Dann werden wir mit dem noch ein Stück weiterlaufen. Der ist sowas von tot. Leider kann ich nicht da vorne hinspringen. Das wäre natürlich noch schöner. Aber der ist auf jeden Fall auch schon Matsche. Okay. Raise the Aquila higher. So.
Wir könnten theoretisch den und den anderen Schützen angreifen. No. Das macht sogar noch mehr Schaden, als ich dachte. Wie weit geht der? Das reicht nicht. Der könnte aber jetzt den Schild beispielsweise da drauf setzen. Der wird auf jeden Fall angegriffen werden. Ich meine, der auch, ne? Machen wir das mal da drauf. Weil da auch kein Schutz ist. Bei dem, der wird der Schaden ja teilweise, ja, negiert. So, Geisterangriff. Der könnte den angreifen. Dafür müsste der drei Felder nach oben gehen. Dann bringen wir erstmal den hier weg. Der könnte... Den müssen wir hier jetzt verwenden. Okay. Dann greift der den von da aus an. Ja, mehr kann der da aber dann auch nicht machen. Also wir könnten das machen, aber es macht halt keinen Schaden. Geisterhafte Präsenz. Mal den noch an. So. Das könnten wir machen. Da besteht eine ganz gute Chance, dass der stirbt. Machen wir das. Wir könnten den da einsperren, dass da gar keiner hinkommt. Okay. Und dann müssten wir aber jetzt auch möglichst schnell schon in die nächste Richtung laufen. Könnten das einsammeln. Den kriegen wir der nächsten Runde sowieso nicht getötet. Und der wird sich, der wird hier durchmetzeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, die 100 Schaden zu verhindern. Vielleicht, wenn wir hier ganz viele Tränke mit Aktionspunkten hätten, dass man da was machen könnte. Verfehlt, sehr schön. Naja, das ist halt ein Gemetzel da. Betäubungsangriff. Der hat nicht sein Schild angemacht. Ja, und der... Ah, doch. Ah, doch, das könnte funktionieren, wenn wir da echt schnell sind. Der zieht sich zurück. Wenn wir echt schnell sind und ansonsten keinen Schaden mehr kassieren. Der würde sowieso jetzt sterben. Wir müssten... Gegen die... können wir nichts machen, aber es sind halt auch nur 20 Schaden, die die da anrichten können. Und die hier können wir diese Runde komplett abmetzeln. So, was kann der machen? Der könnte... und niederschmettern. Das ist aber sehr wenig. Wäre natürlich schön, wenn wir den niederschmettern
würden, aber ich glaube, das kriegen wir da sowieso nicht hin. Das kostet aber auch nur eins. Also ich würde fast sagen, das ignorieren. Ja, das. Da gehen wir jetzt hier auf Seite. Dann schmettern wir den mal. Dann liegt er auf dem Boden. Leider können wir jetzt aber nicht mehr schlagen. Naja, gehen wir da hin. So. Wir könnten den Typen angreifen. Mit dem könnten wir den auch hinterhalten. Will ich da möglichst schnell hin? Ich glaube, das bringt nicht viel, weil wir dann sowieso nicht angreifen könnten. Wir müssten schauen, dass wir in der nächsten Runde da hinkommen. Also wir müssen das Wurmvieh erledigen. Können wir jetzt mal genau den ziehen? Damit machen wir das Ding kaputt, aber dann gehen wir da mal so drauf. Machen wir den Distanzangriff. Okay, der ist dann sowieso... Vielleicht tötet das den direkt. Nein, leider nicht. Der lähmende Treffer geht da auch nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, wir könnten den darüber ziehen. Damit würden wir den umdrehen. Und damit ist er auch für den umgedreht. Und der greift ihn jetzt hiermit an. 1, 2, 3, 4. So. Und das heißt, der kann den jetzt damit umpusten. Wunderbar. Es fehlt jetzt noch der Kleine. It's my turn again. Ja, und da kann man jetzt leider nichts wirklich Gutes machen. What is your command? Also, wir müssen den leider hiermit angreifen. Ja, ist doch schade, dass wir da nicht besser getroffen haben. So. Dann. Ja, nehmen wir den auch direkt noch mit. Ja, die werden die beiden natürlich abmetzeln. Wir müssen nur schauen, dass wir da jetzt außer der Reichweite bleiben. So, sammeln wir den noch ein. Okay. Ja, der könnte noch weiterlaufen, aber das bringt ihn halt selber in Gefahr. Das machen wir nicht. Gegnerangriff, ja, sehr schön. Das war klar. Und der wird wohl auch noch drauf gehen, oder? Von dem da dann. Chuck. Okay, na doch, das sieht doch ganz gut aus. Also es war dann auch der Schaden, den ich kassiert habe, der da so einen großen Unterschied gemacht hat. So, dann müssen wir, ja, müssen wir mal gucken, wie wir die jetzt erledigen. Vor allem Dingen eben nicht nah ranlaufen. Wir könnten das da hinstellen und die rankommen lassen. Der kann hier sein Krams anmachen. Death conquers all.
Die können auf jeden Fall nicht in einer Runde angreifen. Wenn der jetzt hier alles laufen sollte. Wir bewegen uns mal weiter für die kostenlosen Bewegungspunkte. So. Und der kann auch noch weiter. Dahin. Der könnte auch einen Overwatch machen. Ja. Ja, und mehr geht dann auch nicht. Also wäre nicht sinnvoll. Und die sind jetzt aber auch kein Problem, dass wir die niederschnetzen. Machen wir jetzt noch besonders schön. Einmal Bams. Und dann Schnipp. Schnipp. Ach, die hätte ich zwischendurch noch einsammeln sollen. Every drop of blood that was shed was channeled to a ritual that is happening now. Okay. Oh. Okay, also das ist global. Hart. Okay. Zählt jetzt nicht nur für den Kampf. Naja, mal schauen, wie gut wir da die anderen dann retten können. Wie gesagt, die Karte ist klein. Da unten in der Ecke werden wir sicherlich dann den nächsten. Oh, oder hier schon. Save me, Lord Christ! Please, don't kill me, demons! Was macht ihr hier? The pigs dragged us here from the village and started killing everyone. Oh dear God! Recht weiter. We begged them, but they just laughed and said it was an honor to be sacrificed. Our deaths will make the shaman more powerful. Wie seid ihr entkommen? Two warriors started arguing and fighting, and I just ran away. Please, save the others, please. Ist Christus nicht euer einziger Retter? Wir werden sehen. Verschwindet. Thank you. Okay. Children of the Depths, come to me. Look at those poor things. Still praying to the godling that died on a stick? But worry not. The great shaman demands only your blood. The meat and bone shall satisfy the hunger of my children. Okay. Und da tauchen noch zusätzliche auf und die werden wahrscheinlich auch direkt angreifen. Erreiche den Ort der Wiederbelebung. Also wir müssen auf jeden Fall an ihr vorbei. Die können wir wahrscheinlich nicht verketten, genau. Also wir sollten, ja, versuchen wir die so abzuschlachten, damit wir da nicht ganz so weit müssen. Das könnten wir hier drauf machen, aber die werden wir in dieser Runde sowieso nicht tot bekommen, glaube ich. Na, der hätte auch da quasi bomben können mit dem. Ja, gut. Also wenn jetzt noch... Geht nicht. Also wenn wir jetzt noch eins dahin gehen, dann würde das klappen. Okay. Wir könnten da drauf laufen. Die würde sogar umfallen. Wow. Okay. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir den gleich wegbewegen. Aber jetzt kommen wir hiermit an. Und hüppen da drauf.
Dann machen wir schon eine ganze Menge Schaden mit. Das sind jetzt nur 6 Lebenspunkte. Wir können danach nochmal draufschlagen und nochmal 25 machen. Den hatte ich ja eben einmal mehr setzen können. Der hatte aber nicht genug gemacht. Wir müssten den auch noch erledigen. Es sei denn, der würde uns angreifen. Dann wäre das auch in Ordnung. Na, wobei, das ist ja auch Schaden. Das bringt uns so viel gar nicht. Ich gehe mal dahin und kann den auch noch mal. Ja, wir haben eine gewisse Chance, dass das klappt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die wahnsinnig hoch ist. Damit machen wir auch noch mal eine Schwächung drauf. Zack. Leider können wir den Wurm dann allerdings nicht erledigen. So, wir könnten das so dahin gehen. Und dann noch einen Trank trinken. Wir machen erstmal den Sprung. Können wir die jetzt hiermit? Oh ja, okay. Na dann ist es dann ist das ganz gut. Dann brauchen wir da jetzt nur noch mit dem normalen Angriff oder mit der Salve, aber das geht auch so. Rome was built on the bone. Don't look at them, just run. Okay, da haben wir jetzt leider auch nicht. Hätte ich noch mehr einsammeln sollen. Aber ich dachte auch eigentlich, dass der Kampf jetzt noch weitergehen würde und diese spawnen, die noch spawnen würden. Aber gut. So. Okay. Looks like a shrine. Mhm. Anhaltender Schutz. Benutzt ihn. Ja, machen wir da. Das ist schon der Ort der Wiederbelebung. Können wir hier auf Seite laufen? What is that? Anything of value beyond diffused Asturias? Okay, das ist ein großes, rundes. Ja. Oh, da oben ist auch nochmal was. Oh, mighty eater of gods. Your blood magic is a most blessed curse. Like a tick burrowing into flesh, I will engorge myself on the anguish of my enemies. As they bleed, my power grows. Romans, snakes of Eboracum, step forth. Your suffering shall be legendary. Das werden wir mal sehen. Das stimmt wohl. Dieses Geblöke ist wirklich kaum auszuhalten. Hegt ihr immer noch einen Groll wegen der Versklavung eurer Stammgenossen? Das stimmt wohl. Dieses Geblöke ist wirklich kaum auszuhalten. My tribe was blessed by the Eater of Gods. We are invincible. Erzählt uns alles über die. Was für ein Esser? Tatsächlich? Was für ein Esser? A most terrifying servant of the Dark King, who we summoned from behind the veil. And he came. Wo ist diese Kreatur? Wir haben eure Männer mühelos getötet. Spew more lies, devil. I already sent for the Eater of Gods so he could witness the victory.
Ihr meint unseren Sieg, Baba? Okay, also wir sind jetzt auch hier vom Norden rangekommen. Ah, okay, wir haben hier beides aber geschafft. Also das ist jetzt egal. Okay. Wir haben hier einen Schützen. Was kann der denn machen? Fernangriff verursacht einen Schwäche. Der hat natürlich schon ordentlich viele Lebenspunkte. Also den Bogenschützen würde ich ganz gerne ausschalten. Da hinten der Bogenschütze ist zu weit weg. Der wird mit Sicherheit immer mir zugewandt sein. Was wir probieren könnten, wäre eben mit dem den ranzuziehen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Aber wir könnten es ausprobieren. Was könnte das trivial machen? Bup. Ja, okay. I'm immortal. Den können wir wieder nicht verketten. Ich würde sagen, den reduzieren wir direkt. Dann kommen wir hier mit unserem Killer-Typ hier hin. Naja, gut, da müssen wir erstmal. Yes, this is me killing you. Erstmal die Rüstung runterputzen, das dauert ein bisschen. Salve. 1, 2. Ja, mach mal drauf. Geht immer noch nicht. Der hat wahrscheinlich auch, ne? 50%, so viel hat er dann nicht an Resi. Da können wir nichts machen. Naja, wir könnten noch von irgendwem Punkte klauen. Und damit dann drauf schießen. Und die da oben erstmal außen vor lassen, der kann. Die könnten dann ordentlich angreifen. Naja, aber dummerweise kriege ich den wohl nicht tot. Ich kann da jetzt noch zweimal angreifen. Ich ziehe mit dem seine Punkte ab. Und der kann dann hiermit ordentlich Schaden machen. Die. So. Jetzt. Jetzt. Schnipp. Okay. Gut. Wir könnten quasi einen von beiden blocken. Entweder den oder den. Beide werden nicht gehen. Wir machen das. Dann wir könnten da ein bisschen wieder von weggehen. Der käme nicht weg und der käme da dran. Der könnte aber nur was machen, wenn der dahin läuft. Vielleicht nimmt er. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt Punkte abzieht oder nur die Bewegung verlangsamt. Naja, okay. Aber das sieht insgesamt schon ziemlich gut aus. I demand you to stop. Kann trotzdem zweimal Orcus, schießen. Help me. Okay. Ja, okay, wunderbar.
Also die Schürzen sind schon sehr böse. Und leider können wir den auch nicht effizient irgendwie zerlegen. Naja, wir könnten natürlich dahinter. Limb by limb. So. Der kann auch nicht viel reißen da. Wir könnten auch da jetzt die Kette nutzen, um den zu killen. Den können wir nur bedingt angreifen. Da machen wir auch nicht viel Schaden drauf. Den könnten wir, naja, halbwegs angreifen. Der hat aber noch natürlich viel. Okay, aber das ginge. Dann kombinieren wir die beiden. So. Den hier müssten wir hiermit erledigen. Schwupp. Just look the other way. So. What is your command? Dann greifen wir hier mal an. Mhm. Und dann kann der dem den Rest geben. Und dem damit gleichzeitig. So, zurück. Zurück. Geben wir das auf den. Das macht er halt auf sich. Nehmen wir den noch mit und dann gehen wir zurück. So, wir haben da hinten eben noch die beiden Bogenschützen und die werden da jetzt auch sicherlich ganz gut draufhalten können. So, okay. Ja. Zack. Okay, da stehen die jetzt aber vermutlich gut. Ja, wir müssten noch ein Feld diagonal gehen. Okay, dann machen wir... Das kann der... Ja, das kann der sogar selber erledigen. Dann gehen wir nach da. Oder wir rauschen sogar daran. Naja, Bams. Und dann... Das hat nicht funktioniert. Das hat mich verkalkuliert. Der müsste jetzt noch einen Schritt nach links gehen. Okay, dann machen wir noch den Schritt nach links frei. At your service. Ja, das wird jetzt ein bisschen... Ein bisschen komplizierter, glaube ich. Also den müssten wir hier rausholen. Durchbohrender Wurf. Könnten wir... Ja, okay, das geht nicht. Der ist mit einem Angriff tot. Rückstoß, lähmender Treffer, das nutzt bei dem, so wie der da steht, leider nichts. Naja, gut, der betäubt den ja auch. Okay, also wir machen erstmal den weg. Zack. Dann hauen wir den auch noch um.
dahin. Wieso kriege ich denn die beiden da nicht rein? Dann müsste ich... Also selbst das würde nicht klappen. Also ich kann nur einen von beiden treffen. Plus natürlich das Viech da. Naja, dann machen wir das halt so. Okay. Der kommt erstmal daran. Legt dem einmal auf die Mütze. Damit ist der betäubt und quasi ausgeschaltet. Der könnte mit dem muss auf jeden Fall darüber so. Moment. Durchbohrender Wurf. Genau, das geht natürlich nicht. Und da müssten wir noch viel weiter ran. Das würde aber nicht passen. Naja gut, dann machen wir das so. Der kann den nicht an, ne, kann den von da angreifen. Kann der den angreifen? Ja. Und der hat ja jetzt dieses Gift drauf und verursacht minus 30% Schaden. Ja, das ist also nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte mit der Schadensreduktion. The Imperator is my shield. Ich schätze mal, dass wir im Norden nochmal einen optionalen Kampf bekommen. So. Dann ja, wir könnten das jetzt noch einsammeln. Der überlebt das sowieso nicht. Ja, machen wir das so. Ich greife mal den von da an. Dann kann ich sogar von hier und den damit ummetzeln. Dann sammeln wir das auch noch ein. Und ansonsten war hier auch nichts. Okay, easy peasy. The magical focus where Morgossi's resurrection took place. The Picts managed to exploit its power. Most interesting. Most interesting. Sind wir der Öffnung eines Tores zum Tartarus näher gekommen? It is too early to tell, but I see a possible solution to lighting my own magical beacon. That shines through the many layers of existence. Was braucht ihr? One more element is missing to complete the ritual. I must study yet another site such as this one. Yes, that should be enough. Am vorherigen Ort habt ihr etwas Ähnliches gesagt. Don't you dare question me in such matters. I'm not some sword-rattling fool. Ihr solltet den Augenblick fürchten, indem ich aufhöre zu fragen, Flamen. If you are itching for more swordplay, think about that Eater of Gods. The one the shaman was babbling about. It must not be far from these hovels. Erzählt mir mehr über die Kreatur. It's a Fomorian beast. Without his magical gifts, the Picts wouldn't have been able to pierce Avalon's veil. Are we fighting it or not? Ja. Lasst mich darüber nachdenken. Natürlich machen wir das.
Das werden wir dann allerdings beim nächsten Mal machen. Bekämpfe den Götteresser. Dann wird die nächste Folge vermutlich sehr kurz, aber dann können wir uns auch die Truppe wieder anschauen. Weil ich vermute mal, dass wir wieder Stufenaufstiege bekommen werden und so weiter. Useless Trinkets. Wir könnten rasten. Ja, wieso nicht? Machen wir das noch voll. Orders? Pass me a few denarii. Naja, haben wir auf jeden Fall nette Beute bekommen. Ja, dann soll es das für dieses Mal gewesen sein. Planänderung. Eigentlich hatte ich vor, das jetzt in den nächsten Teil zu machen. Aber ich habe den Kampf, bin ich jetzt einmal draufgelaufen. Und das scheint so einfach zu sein, dass wir das jetzt auch mitmachen. Und dann machen wir beim nächsten Mal die nächste Mission. Das ging hier wirklich sehr, sehr schnell. Effigy of Balor. The Dark King carved into flesh. Eater of gods. For the power you gave us, please. Accept the final sacrifice. Ja, Matsche. Such fine morsels. A reward for wasting time with these pit worms. You dare to challenge the Eater of Gods? Buahahahahaha. Ja, also besiegt hatte ich den jetzt zwar noch nicht, aber ihr seht schon, der kann eigentlich nichts. Also das sollten wir ziemlich schnell erledigt haben. Da werde ich auch einfach jetzt voll drauf, weil schlussendlich wäre es auch nicht dramatisch, wenn wir ein bisschen was verlieren, also wenn wir jetzt geschlagen werden. Wir machen das auf den. Dann werden wir da auch noch drauf pusten. Drei. Oder wir machen das ein bisschen anders. Machen wir den mal dahin. So, der kann direkt drauf. Nee, kann er nicht. Springen wir dahin. Zack. Dann gehen wir da auf Seite. So, könnten wir auch einmal, ja. Der hat natürlich immer noch zu viel. Gehen wir um die Ecke, um den auch noch von hinten hier anzugreifen. Nehm Schnapp. Bleibt noch der Angriff. Da kommen wir ein bisschen durch. Damit blenden wir den auch noch. Ne, geblendet haben wir den nicht. Okay, schade. Okay, und dann machen wir hier noch ein bisschen. Und das war's. Jetzt kommt erstmal der Gegner dran. Und er macht quasi nichts. Und jetzt wird er in der Runde auch schon sterben, denke ich. Machen wir hiermit den Quasi-Debuff. Wir ziehen uns seine Hitpoints, weil der sowieso zu wenig macht. Wobei der diese 10% Abschlachtung gehabt hätte, aber. So. Dann gucken wir mal, dass wir seine Lebenspunkte auf unter 50 bekommen. 1, 2, 3, 4. Die Rüstung ist schon mal weg. Death is the only way. So, der geht dahinter. Jetzt haben wir ja auch noch hier diese Seelensuppe. Und die verwenden wir mal. Und Achievement. Achievement bekommen für mit 10 Schlägen mit ihm den kaputt zu schlagen. Ja,
Hätte ich das jetzt in einer andere Folge gemacht, wäre die sehr, sehr kurz gewesen. Yet again we gather over a chest like thieves. Okay. Dann werden wir uns jetzt auch noch die Beute anschauen. Und Mission beenden. Finish a mission with maximum vitality. Okay, ja, gut, ich habe halt zwischendurch einmal gerastet, ne? Und Achievement für die das Ende der menschlichen Seite erreicht zu haben. Also dieses auf der Moral, auf diesem Moral-Slider. Also es ging auch ziemlich schnell da. Okay. Tribunus, wir wissen alle, dass du ein naher Verwandter des ruhmreichen Julius Caesar bist und deine Worte das nötige Gewicht haben. Jemand muss der Bevölkerung von Nova Roma erklären, dass unser ewiges Rom ein Imperium unter der Herrschaft von Kaiser Sulla sein wird. Das muss laut und deutlich verkündet werden. Ich widerspreche entschieden. Das ewige Rom kann nur eine Republik sein. Das ist eine der wichtigsten Errungenschaften unserer Vorfahren. Rom darf nie wieder einen König haben. Wer sollte das besser wissen als ihr, der Nachfahre der alten Julius-Familie? Stimme der Flamina zu. Unser Rom muss wieder zur Republik werden. Naja, gut. Plutonius Nerva hat recht. Die Zeit der Republik ist vorbei. Unser Rom braucht einen Kaiser. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt, um diese Sache zu diskutieren. Ja, das Problem ist, dass die auf der guten Seite, die haben wir sowieso schon für uns gewonnen. Ich glaube, der Florianus, der braucht nichts mehr. Ist kaum der richtige Zeitpunkt, um diese Sache zu diskutieren. Machen wir mal das. Tribunus, ihr habt gesehen, was diese wilden Pikten getan haben, um ihre primitiven Götzen zu befriedigen. Oh, diese Ströme frischen Blutes, die sie vergossen haben. All diese Leichen, die mich mit ihrem lauwarmen Fleisch verhöhnen und in Versuchung führen. Dieser berauschende Gestank der Verwesung. Wir müssen ein Festmahl veranstalten, das eines Dämons würdig ist. Sulla verlangt es. Was sagt ihr? Ich kann nichts anderes mehr denken. Der Centurio verliert vor dämonischem Hunger den Verstand, Tribunus. Ich habe das gleiche Grauen gesehen, als die Abtrünnigen diejenigen verschlangen, die sie getötet haben. Wir sollten nicht so tun, als wären wir keine Dämonen. Dem Hunger nachzugehen wird uns stärken. Greift zu, Brüder! Ich verbiete es. Wenn wir diesen wahnsinnigen Verlangen nachgeben, sind wir für immer verloren. Erhöht um 1, senkt um 2. Reißt euch zusammen, Centurio. Ich höre mir euer kindisches Gejammer nicht länger an. Kein Wort mehr davon. 1. Gavius Messalla und 2. Aber immerhin nur von dem. Also das hier ist... Naja, also das hier macht eigentlich schon, ne, also nehmen wir das, weil ich das, glaube ich, am ehesten nehmen würde. Verbiete es, ja. Aber das Problem ist natürlich, wir bewegen uns hier immer weiter in das Negative rein. Das würde, hat auf den sowieso keine Auswirkungen. Die ist schon auf Max. Der ist auch auf Max, der ist auch menschlich. Und der, ja. Andererseits werden wir wahrscheinlich auch nicht über die minus 10 Stufe kommen. Na gut. Hier sind wir jetzt jedenfalls am Ende angekommen. Helden können jetzt überheilen. Das heißt, sie erhalten 50% von jeder zusätzlichen Heilung. Ist aber eine maximale Lebenskraft erhalten als Hilfs-HP. So, dann haben wir hier auch noch eine neue Nebenmission. Das Labyrinth beim nächsten Mal, Sili und Anzili. Und Albina Virgila wird wieder nicht teilnehmen. Das ist aber ärgerlich. Okay, dann gucken wir erstmal uns die Gegenstände an. Wir haben Handschuhe. Die sind wahrscheinlich unbrauchbar. Ja. Dann haben wir ein Schwert hier. Schaden für Rückenstiche. Maximaler Waffenschaden. Nur Tribunus und Sicarius.
gegen ungepanzert, Schaden gegen Durchrüstung. Gegen ungepanzerte Einheiten ist auch nicht verkehrt. Ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Wir lassen das mal so. Und dann haben wir das hier. Für jeden Kill wird 2 Rüstungen wiederhergestellt. Rüstungsdurchdringung, maximaler Schaden. Dass sie den blocken wird ignoriert, ist glaube ich besser. Das, was die hat, ist auch besser. Also das ist alles nix. Dann haben wir den hier. Plus 2 Loyalität. 25% des Rüstungsbruchwerts erlittener Angriffe wird ignoriert. Plus 1 Zugdauer vom Brand. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder sowas, was eigentlich eben für sie besser wäre. Was ist denn das hier? Nach jedem Gefecht, in dem kein Schaden erlitten wurde, wird eine Rüstung erhalten. Ausweichen beim ersten erlittenen Gelegenheitsangriff in jedem Zug plus 1 Bewegungs-AP. Sicarius, Flammen und Flamin, ne? Das hier gefällt mir auf dem eigentlich ganz gut. Ja. Okay. Plus 1 Zugdauer durch Brand kann die... Na, hier ist halt Loyalität drauf. Damit können wir das hier nochmal ein bisschen ins Positive setzen. Wie viel Rüstung hat denn der? Naja, dass er diesen Rüstungsbruch wird ignoriert. Ist eigentlich mal ziemlich egal. Nehmen wir das, damit kriegt er halt 10% Schaden mehr im Endeffekt. Baumeistersiegel. Erlittener Schaden durch Fernangriff. Das war das, was der vorher hatte. Jo, ich glaube, das passt dann auch davon. So, dann haben wir den einen Regen, der wird wahrscheinlich Unsinn sein. Hinten aus der Deckung. Es sei denn, es hat wirklich jemand kompletten Schrott. Nee. Dann haben wir noch einen Ring. Der ist auch komplett Schrott. Okay, und dann haben wir Nahkampfangriffe gegen den Helden kosten plus 1 AP. Plus 5 Schaden für einen Zug nach Einsatz in der Bewegungsfähigkeit. Das könnte vielleicht für den sinnvoll sein. Aber der hat jetzt das andere schon, was ziemlich gut ist. Wenn ein Einheit nach dem Angriff des Helden unterzählt, das war auch super. Mal davon abgesehen, dass die anderen eben nicht so viel mit Bewegungsfähigkeit haben. Das hier ist natürlich ein Bewegungsding. Und der würde... Das ist auch eine Bewegung. Also das wäre da schon ganz ordentlich. Aber das Ding, was der hat, ist halt super. Das macht er halt einmal... Ich glaube, das können wir nicht brauchen. Das ist zwar nicht verkehrt, aber der Impact ist zu gering. Also da hat man dann in einer Schlacht einmal 5 Schaden dazu. Das bringt's, glaube ich, nicht. Was ist das hier? Nur Sicarius. Die Abklingzeit von Scorpio verringert sich um einen Zug. Oha, plus 1 Zugdauer für Tränke. Und Verwenden von Tränken werden 8 Lebenskraft wiederhergestellt. Ja, das macht schon Sinn. Und das hier hatte ja mit diesem Gift... Gift erleidet so, genau, verursacht minus 20% Schaden. Und wir hatten das mit nochmal 25%, also 50% verbessert. Und das ist dann auf minus 30% gegangen. Da war ich nicht so überzeugt von. Also... Statt die beiden Sachen können wir uns wahrscheinlich was Besseres raussuchen, wie das hier oder irgendwas. Okay,
Dann gehen wir erstmal ins Hauptquartier hier und werden mal kurz ein bisschen was zerlegen. Opfern. Weil ich nicht glaube, dass das sinnvoll ist, das bei irgendwem einzusetzen. Zack. Hatte der Händler eigentlich... Ja, da können wir auch mal gucken. Wird ein Gegner getötet, erhalten Gegner in einem Radius von 2 Feldern einen Zug lang 20% Rüstung, also Verwundbarkeit. Schaden gegen vergiftete Einheiten, Schaden durch Blutung. Ja. Naja, ist jetzt nicht so überzeugend. 100%, ich meine, müssen wir jetzt nur Gold für bezahlen, aber 100% des Blockenwerts des angegriffenen Einheiten wird ignoriert. Rüstungsbruch. Das ginge für Prätorianer und Flamina. Verloren, das bringt's auch nicht. Dann gucken wir hier noch auf die Rüstung. Rüstungsbruch erlittener Angriffe wird ignoriert. Aber Rüstung haben die mittlerweile fast alle sowieso schon. Also hier wäre das schon auch sinnvoll, aber das Rüstung hat mir zu wenig Einfluss. Nach dem Ausruhen. Ein Schaden bis zum Ende des Gefechts für jeden Kill. Das ist dann wieder so eine Sache, die ziemlich stark ist. Der hat so einen Ring schon, das heißt, da nutzt es nichts. Für den wäre das sicherlich brauchbar. Der killt aber zu wenig eigentlich. Nach dem Ausruhen. Die killt auch zu wenig. Das hatten wir da jetzt schon. Also wir könnten das hier nehmen, aber ich glaube, die bringt zu wenig um, als wenn das einen großen Einfluss hätte. Naja, ich werde erstmal gucken, ob wir noch was für das Geld kaufen können. Und werde einmal über die Charaktere drüber gucken und schauen, wie wir die skillen, um das jetzt ein bisschen zu beschleunigen. Also kaufen werde ich wahrscheinlich nichts. So, also ich guck mal kurz drüber und dann kommen wir gleich nochmal auf die Skills zurück. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Die Charaktere hatte ich mir jetzt durchgeguckt. Ist verhältnismäßig alles ziemlich unspektakulär. Man merkt schon, dass es dem Ende entgegengeht. Also wir bekommen jetzt hier nichts mehr, was maßgeblich irgendwie was ändern würde. Der hat jetzt 2 Bewegungs-AP zusätzlich. Bei dem habe ich mir überlegt, nehmen wir diese 10%, dass der sich dadurch heilt, durch seine Angriffe. Dadurch, dass wir jetzt diesen Bonus haben, würde der mit dadurch auch noch Overheal abbekommen. Könnte ganz sinnvoll sein. Und hier machen wir die Häufigkeit, dass wir das häufiger machen können. Ist wahrscheinlich auch eher unwichtig. Dann haben wir unseren Tank. Da gibt es auch nichts mehr, was super interessant ist. Wir machen hier das, dass er, wenn die Klingen aktiviert sind, dass er mehr Waffenschaden machen. 10% ist schon eine Menge. Und eine Klinge mehr. Passt. Dann haben wir die Flamina. Auch da nichts Spektakuläres mehr. Wir könnten die Vögel verbessern, dass die uns dann um 2 heilen. Wenn die allerdings voll sind, wir overhealen. Ich weiß nicht, ob das dann auf 1 hochgerundet wird. Wie viel Prozent waren das? 50%. Naja, okay, dann passt das, ja. Aber dann würden wir immer noch nur um 1 geheilt werden, wenn wir das hier nehmen würden. Ich mache einfach hier dieses mit den 10% Waffenschaden. Das ist da das Simpelste, sage ich mal. Und den, da können wir tatsächlich noch was Sinnvolles machen. Da machen wir die Reichweite vom Ziehen höher. Also mit diesem Ziehen umdrehen. Und wir machen, dass der Gegner dann auch nochmal verwundbarer wird durch das Ziehen. Das ist dann einfach ein netter Bonus. Und dann haben wir den Florius Drusus. Das ist jetzt auch eher unspektakulär, den werde ich jetzt einmal zurücksetzen, weil diese 2 zusätzlichen Sachen für das Gift nicht so spannend waren. Jetzt müssen wir erstmal die Sachen wieder lernen, die der hier vorher hatte. Kann man da auch genau sehen, weil die da noch eingerahmt waren. So,
Außer hier unten das. Das kann man nicht mehr sehen. Den, aber da habe ich mir einen Screenshot von gemacht. Und das hier hatten wir noch. So, jetzt haben wir noch 4 Punkte übrig. Und das hier können wir nicht wirklich verbessern, weil... ja gut, das hier könnte man nehmen. Aber die anderen Sachen, die sind halt immer für zusätzliche Gegner mit dabei. Außer das hier, das ist einfach reiner Schaden. Aber das ist nur ein so ein Ding. Ich würde hier die Reichweite erhöhen. Die Reichweite von aktiven Fähigkeiten, die keine Nahkampffähigkeiten sind. Also eigentlich alles. Und... dann könnten wir die Reichweite hier noch erhöhen und da ein Geschoss mit dazu nehmen. So, jetzt müssten wir noch gucken, dass wir Sachen verkaufen. Dann machen wir das so, dass wir die grünen Sachen wieder verkaufen. Und, achso, da hatten wir auch noch, gewährt 30% Schaden. Ein Fähigkeitenpunkt, okay. 10% Waffenschaden für die nächste Mission. Mhm. Und noch ein Fähigkeitenpunkt. Okay. Kaufen wir uns den Trank noch dazu. So. Da habe ich mir aber jetzt nicht schon rausgesucht, was ich damit machen kann. Zum Schmied, da werden wir jetzt noch ein bisschen was zermatschen. Den. Den. Ja. Quatsch. Und Quatsch. Quatsch. Wir können außerdem jetzt im Kriegsrat dieses plus 100% wieder anmachen für Ressourcen. Wir müssen mal gucken, ob wir da Ressourcen bekommen bei der nächsten Mission, ob sich das lohnt. Da bekommen wir Gold. Also sparen wir uns das erstmal wieder auf. Machen das ein andermal. So, jetzt müssten wir noch überlegen, wer die Fähigkeitenpunkte bekommen soll. Da ist nicht mehr wahnsinnig viel übrig. Und ich muss noch was raussuchen, wofür wir das Gold ausgeben können. Also ich schaue noch mal hier kurz. Kleinen Moment. Okay, auch das ist unspektakulär. Die Bücher werde ich jetzt hier investieren, weil der zumindest noch was Sinnvolles dafür lernen kann. Bei den anderen hält sich das schon in Grenzen. Wir können hier Verbündete erhalten für jede vom Helden getötete Einheit plus 10% Waffenschaden auf ihren nächsten Angriff. Das gibt halt hier und da mal 10% zusätzlich einfach so drauf. Das können wir, glaube ich, also der killt auf jeden Fall genug, dass das hier passieren wird. Und oft passieren wird. Also da profitieren wir, glaube ich, schon ganz gut von. So, dann, was machen wir mit dem Geld und den Ressourcen? Da haben wir beim Schmied noch was. Wir bauen das hier aus. Dafür haben wir jetzt nicht genug von diesen Ressourcen. Dann nehmen wir das hier noch. Auch nochmal plus 1 Rüstung für die anderen. Und ja, dann haben wir da auch jetzt erstmal alles ausgegeben. Also ich meine, wir könnten jetzt noch irgendwo Geld reinstecken. Aber das ist eigentlich ziemlich nutzlos. Wir hatten Waffenschaden für nächste. Wir könnten beim Händler noch hier auf Halde kaufen. Weil wenn wir da jetzt mal Missionen haben, wo wir ein bisschen mehr verbrauchen, könnte das schon sinnvoll sein. Naja, oder da stecken wir direkt 2 rein. Für die nächste Mission. Okay. Damit sind wir gewappnet für die nächste Mission. Und das Labyrinth werden wir dann beim nächsten Mal angehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt hier noch wahnsinnig lange geht. Also zumindest wie
wie unsere Charaktere jetzt schon ausgebaut sind, das fühlt sich jetzt schon so langsam auf jeden Fall in diesem Maximalbereich an. Und die Kämpfe sind jetzt auch... Die letzte Mission war ja jetzt auch wieder einfacher und das auch nicht mal wegen den Palisaden. Naja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Beim nächsten Mal also ins Labyrinth, in den Irrgarten. Neue Folgen gibt es immer samstags und sonntags und dann nochmal in die Woche. Reste, dienstags oder donnerstags. Am besten den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.